Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Wir haben hier gerade gegessen. Hi. Mama ist gerade hier noch am Aufräumen. Und wir sind ja, also hier wollt ihr nicht. Ich wollte eigentlich noch Zähne putzen. Zähne putzen. Wir wollen endlich diesen Karton öffnen. Also, denn da drinnen ist ein Actionbike. Yeah! Und also, wer soll damit fahren? Wer fährt damit? Ich. Und? Ich höre mal auf. Und? Ich könnte damit fahren vom Gewicht her. Und? Ich bin der Einzige, der damit fahren dürfte oder so. Ich habe wenigstens einen Führerschein. Schere raus, wir packen aus. Einmal schnipp, schnapp. Ach, sie übrigens hier hat die DHL schon dran rumgefummelt, ne? Weil hier irgendwie ein Loch drin ist. Können wir da schon mal reingucken? Woanders? Ich bin ja mal gespannt. Aber? Würdest du dich mal gucken kurz? Ich würde mal sagen, das sieht richtig nach einem Motorrad aus, oder? Warum Motorrad? Wie cool ist denn das? Warum ist da ein Motorrad? Also, so cool. Martin? Ja? Was sagst du? Sehen wir Ash bald auf dem Motorrad? Ja, das lassen wir. Okay, Mama, hältst du mal die Kamera an und ich versuche mal das... Wie wär's, wenn wir das mal hinlegen und dann... Ja, das ist besser. Rausziehen. Ja, ja. So, und jetzt haben wir schon mal einen Rad. Gibt's auch bald Oh, wie süß. Ash ist kommt in dein Zimmer. Da habe ich mir gedacht... Das stinkt echt, ne? Ja, das stimmt. Ja, wie süß. Das ist ja voll cool. Schucki, ist das so schwer? Nee, ich kann es nie hinstellen. Achso, weil das Rad fehlt. Hier müsste noch was irgendwie zusammengeschraubt werden. Wir brauchen den Karton mit den ganzen Zubehör. Ist das laut, wenn das fährt? Nein, gar nicht. Nee, das ist Elektro. So, also, ich würde sagen, wir werden mal hier jetzt daran gehen, das zusammenbauen. ja, bis gleich. Also das Motorrad steht schon mal. Habe den Ständer noch angebaut. Cool. Ist schon cool, ne? Ich meine, so ein Motorrad im Zimmer hier. Ja, hab ich nie gesehen. Jetzt geht's auf alle Fälle einmal an den Lenker und ich bin gespannt, wie das nachher fahren wird. Ne? Ich glaube, das wird richtig cool. Und wir haben hier übrigens eine Gazelle. 96, okay. Aber was soll das sein? 9B? 96? Das ist eine Gazelle 500. Gazelle 500. Also Mama hat jetzt hier vergessen, das Zündschloss einzubauen. Hat sie einfach nicht gemacht. Und Zündschloss muss man nicht. Wer sitzt denn da im Hintergrund? Wer ist das denn? Ole, haben wir schon lange nicht gesehen. Hey Ole! Ole! Dein Bruder hat das schon zusammengebaut. Ja. Kannst du damit fahren gleich. So, und hier wollen es alle rum. Schraube 1 ist schon mal raus. Schön. Und dann Mama und so weiter. Aber da müssen beide ja dann ab. Und wir sind immer noch am Schrauben. Max hat sich hier schon mal den Platz gesichert. Ich glaube, der will auch damit gleich losfahren, ne? Ash, lass dir nicht das Moped wegnehmen. Darf auch gar nicht, weißt du wieso? Na? Das geht um 65. Achso, wenn er da drauf sitzt, dann federt er gleich durch. Und da kommt Ash jetzt auch raus mit seinem Motorrad. Wow! Hier haben wir einen Zündschlüssel, so richtig wie bei den Großen. Ne? Hier kannst du dein Moped anmachen. Und dann musst du dich jetzt mal raufsetzen. Es gibt hier einen Startknopf. Da muss man draufdrücken. Hier, on und off. Jetzt ist er, glaube ich, an. Und jetzt auf. Das sieht schon mal cool aus, ne? Hier ist ein Schloss, da kann man mit dem Schlüssel rein und dann kann man das hier auf langsamste Einstellung haben oder das ist die schnellste und das ist die zweitschnellste hier. Jetzt und im zweiten Gang jetzt einmal so schnell wie es geht. Geht doch schneller? Ja. Locker mal mitlaufen, aber schon cool. Jetzt noch einmal umdrehen und dann im dritten Gang, also im schnellsten Gang einmal fahren. Ich bin gespannt, wie schnell das wird, ob ich da noch mitlaufen kann. Aber bitte im dritten Gang. So. Ready? Schnellster Gang jetzt. Wow, wow, wow. Wow! Vielleicht müssen wir ihm mal erklären, wie die Bremse funktioniert. Ja, eventuell. Okay, hast du schon gebremst die ganze Zeit, ne? Ja. Wie auf dem Fahrrad, okay. So. Aber Fahrrad... Jetzt kannst du Gas geben. Sieht doch mal richtig cool aus, oder? Und da kommt er angeheizt. So, Ash, erzähl mal, deine erste Runde hast du jetzt hinter dich gebracht und gibt's was Cooleres? Nein. Dann fahr los. So, und wir wollen jetzt mal ein Rennen machen, nämlich von dem Punkt vorne bis zum Waldrand. Und der Erste hat gewonnen. Gegen Ole. Genau, Ole. Hier ist dein Gegner und dann würde ich sagen, fahrt ihr gleich mal an den Start. Also, seid ihr bereit? Ash und Ole werden jetzt von diesem Tor, wo wir gerade stehen, bis zu dem anderen Tor fahren. Und wer als erstes ankommt, der hat natürlich gewonnen. Auf die Plätze! Fertig! Los!
Yo! Ey, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber ich glaube, das war absolut irgendwie Gleichstand, oder? Ole, war das Gleichstand? Ey, es war richtig knapp. In die andere Richtung nochmal? Sagen wir, ja. Jetzt geht's hier in die zweite Runde für Ole und Ash. Ich werde mal ganz kurz die Runde erklären. Wir werden hier starten, fahren dann hier hinten rum, hinter das Tor längs, dann hier die gerade rum, hinterm Tor längs, also eine 8 und das Ganze zweimal. Bist du bereit? Bist du bereit, Ash? Ja? Bereit ist mein zweiter Vorname. Also auf die Startposition. So, wir haben jetzt ein bisschen Wind hier. Ich hoffe, man kann das hören. Los geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. Allein. So, die beiden sind jetzt in der letzten Runde. Da hinten kommen die angefahren und hier ist gleich der Zieleinlauf. Mal sehen, wer gewinnen wird. Und was war denn jetzt? Also ich würde sagen, hier entscheidet das Zielfoto. Wer hat gewonnen? Also wir haben es nicht gesehen. Von meiner Seite aus würde ich sagen, was mein Auge. Mein Auge sagt, Ole war so ein Stückchen wieder vor. Und natürlich ist das auch eine Crossmaschine und jetzt wollen wir mal sehen, wie die hier auf dem Berg hochgefahren kommt. Als erstes hast du jetzt mal deine erste Prüfung und zwar geht es hier den Berg hoch, hier diesen kleinen Hügel hier, direkt aus dem Stand wird gestartet und dann fahr mal los. Und schafft sie nicht. Okay, der Berg war also schon mal sehr steil, nun komm mal den Berg wieder runtergefahren. Yo! Und jetzt beginnt der richtige Trial, nämlich Berg hoch und Berg runter. Gas geben und los! Genau, und hier gleich wieder runter. Nicht erst anhalten, gleich weiterfahren. Und weiter! Yo! Ich glaube, die Batterie ist schon ein bisschen schlapp, ne? Und jetzt machen wir das Ganze einmal, ohne dass du irgendwo aufhörst zu fahren. Kriegst du das hin? Ja? Hast du Lust? Und los geht's. Einmal hoch. Und einmal abgesetzt. Und wieder runter. Das klappt doch gut. Und. Ich würde sagen, da ist Ash gerade eben oben im Sand ein bisschen in Schlingern gekommen. Und das war's jetzt hier mit unserer ersten Testfahrt, beziehungsweise mit Ashs erster Testfahrt. Und wir werden wahrscheinlich demnächst noch mal richtig ins Gelände gehen, ne? Oder? Wenn du das so richtig gut drauf hast und mit dem Teil. Und da komplett voll ist. Und du fährst den auch mal? Ja, können wir probieren. Ich hoffe ja, dass die Gabel das aushält vorne. Ja. Also Gabel hier, das ist das Ding hier vorne, ne? Wenn da mehr Gewicht drauf ist, dann biegt die vielleicht auch mal durch. Aber auf jeden Fall kommt da noch was, oder? Ich denke mal. Ja. Okay, so, dann würde ich sagen, bleibt jetzt nur noch eins. Und ciao.